Die Pandemie hat das Parlament auf die Zuschauerränge verdrängt. Der Bundesrat hat gezwungenermaßen per Notrecht regiert. Aber heute sind Sie wieder voll in der Verantwortung. Eines kann und darf das Virus nicht beschädigen: unsere starke Demokratie. Hey, Bro. Oh, Mann. Das sind Quotenmänner. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mit ihrer Ansage ans Parlament, dass die Ferien jetzt langsam vorbei wären und sie dann doch auch wieder mal etwas arbeiten könnten. So ist es zumindest mir vorgekommen. Haben die nicht auch das Gefühl gehabt, sie ist so ein bisschen froh, so wie, weißt, wie die Eltern, die jetzt Kinder haben, wieder in die Schule gehen können, so nach dem Motto, Verantwortung ist jetzt wieder abgegeben? Furchtbares Bild. Furchtbares Bild ist das gewesen. Das, aber die Parlamentarier, oder, die sind ja jetzt total aufgekratzt. Die haben jetzt wochenlang ihren Senf nicht können zu jedem Seich dazugeben. Sie sind daheim eingeschlossen gewesen, oder sie haben nicht können irgendwie noch ihre Meinung sagen und noch irgendwie noch mit einem lustigen Reimli hinterführen kommen oder irgendetwas. Nichts haben sie können machen. Und jetzt endlich können sie wieder dem nachgehen, was sie am besten können. Ich bin so froh für die. Jetzt können sie reinschwätzen. Bis jetzt haben sie das Leute wie uns müssen überladen. Damit herzlich willkommen zu der 7. Folge unserer 2. Staffel Quotenmänner. Mit mir sind der Aaron Herz und der Michael Schweizer. Wir haben tolle Themen heute, wie ich finde. Wir knacken den Jackpot, die Saudis, die schlagen zurück. Und wir haben endlich das Wundermittel gegen Corona und überhaupt alles, was es überhaupt gibt. Zuerst aber natürlich schnell ein kleines Update aus eurem Leben. Schweizer, wie geht's? Du, sehr gut. Ich habe unter dem Sofa gesaugt. Ich finde, das wäre schon ein Hashtag, den man lancieren könnte. Auch ich habe unter dem Sofa gesaugt. Oder? So, wer sich in Corona endlich mal dazu durchgerungen hat, unter dem Sofa zu saugen. Es lohnt sich. Ich habe jetzt neben viel Staub unter meinem Sofa irgendwie 3 Kaffeelöffel mit Joghurtresten dran gefunden. Die Fernbedienung vom alten Fernseher, ein Socken, eine DVD-Sammlung von der Serie 24, ein Autogramm von Pirmin Zurbriggen, das Bernsteinzimmer und eine syrische Flüchtlingsfamilie. Alles unter meinem Sofa gefunden. Du hast einen Löffel mit Joghurt unter dem Sofa und machst dazu Corona-Sorge. Ja. Okay. Gut. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen wenig Löffel. Nur eine Nachfrage. Ja. Und es gibt natürlich auch einen Haufen News aus meiner Nachbarschaft. Bitte. Ja, die ganz rechts aussen sind älter geworden. Es hängt einmal jetzt ein Schild, 24. April 2020, Corina. Dem sage ich jetzt Humor, oder? Der Nachbar hinterher hat seinen Pool gefüllt, offenbar aber nur bis zur Hälfte. Ich weiß nicht, vielleicht hat er so viel zugenommen, dass der Pool gerade voll ist, wenn er reingumpt. Ich weiß es nicht. Der Umbau ganz hinten läuft immer noch. Die machen wirklich die Hütte komplett neu. Die müssen richtig Kohle haben. Und die ältere Frau vom Balkon nebendran, deren habe ich jetzt also zugerufen, die soll aufhören, immer so rumzuschauen und alle zu beobachten in der Nachbarschaft. Das ist einfach wirklich unmöglich. Oh mein Gott. Ich finde das im Fall etwas vom Schlimmsten. Die Leute, die Kinder bekommen und dann hängen sie die Huren Tafeln raus. Ja. Eigentlich, wenn sie nur sagen, hey, wir haben im Fall Sex gehabt. Einfach, dass ihr es ja. Und was müssen wir jetzt? Müssen wir jetzt auch mit Tafeln darauf reagieren? Man muss nie eine Tafel raushängen, wo drauf steht, mir doch egal. Ja. Das könntest du machen. Was soll das? Ich habe mir überlegt, wenn man mal könnte einfach ein Schild machen, oder, wo man irgendwie draufschreibt, 20. April 2020, Adolf, und dann das Internet sein Ding machen. Und dann mal schauen, was passiert. Einfach schauen, was passiert. Schweiz, du musst jetzt Aaron nicht provozieren, hast du sowieso schon geladen, gell? Ja, wirklich, es langt mir langsam. Ich habe die Schnauze so voll von dem allem, von dem Corona-Zeug, von Quarantäne, von allem. Du musst Eltern betreuen, du musst Kinder betreuen, dann musst du gleichzeitig arbeiten, Videotelefonie, jeder Double, der Mikrowelle bedienen kann, macht noch ein Kochvideo, Fitnessvideo, tägliche Medienkonferenzen vom BAG und vom Bundesrat, so beschissene Masken, die man anlegen sollte oder nicht. Und jeder hat die richtige Lösung. Jeder weiss es besser und kann es einem anderen sagen, dass er es falsch macht. Also hure mühsame Stasi-Kacke. Nein, echt, ich mag nicht mehr. Fertig mit dem, echt. Auf der Abend habe ich mich am Wochenende mit Kollegen getroffen, wieder mal. Selbstverständlich schön. Mit nötigen Sicherheitsabstand. Wink, klar. Und wir haben wieder mal einfach Bier und Pizza zusammen genossen. Und es ist so
gut gewesen. Es hat es so gut getan, aber wir haben es einfach nicht ganz handeln können. Wir nach kürzester Zeit haben wir wieder eine Diskussion gehabt zum Bund, zu Medien, zu Massnahmen, bis wir bei der Espresso-Diskussion gelandet sind. Okay, ich finde Espresso fein. Super. Ja. Espresso ist fein. Aber was ist der Scheiß mit der kleinen Tasse? Einfach nur eine Show! Ich habe so Lust auf einen Kaffee. Aber nur so ein bisschen, bitte. Nein, es ist so prätentiös. Ich glaube, Espresso muss man gut finden. Sonst ist man irgendein unzivilisierter Waldmensch oder so. Haben Sie das Gefühl? Hey. Was machst du mit einem Ristretto? Wenn es ein Ristretto gibt, dann eskalierst du komplett, oder völlig. Was? Völlig. Wieso nicht gerade eine ganz leere Tasse? Ich hätte heute gerne einfach eine leere Tasse. Mehr mag ich nicht. Ich hätte heute Lust auf das. Hey, okay. Nein, komm, hey, trinke den Kaffee oder nicht. Aber so ein bisschen, was soll das? Wirklich? Also ich habe gemerkt... Und wie geht es dir, Stefan? So, ich finde Espresso, nur schnell zum da nachhängen, so Espresso-Tassen extrem praktisch, weil ich habe gerade diese Woche eine gebraucht, als ich heimgekommen bin jetzt nach dem Spital und nach etwa 3 Wochen Alkoholabstinenz gefunden habe. So, ein kleiner Single Malt muss drin liegen und gemerkt habe, ich habe ja gar kein Whisky gelesen, da habe ich eine Espresso-Tasse genommen. Also für das sind sie im Fall super. Ja, sagen. Okay. Du musst dir vielleicht über den Inhalt Gedanken machen. Ja, und wenn du ein Babyhaus hast, sind sie auch leise, weil dann sieht es aus, wie es richtige Tassen werden. Wollen sich die Leute gross fühlen, wenn sie so eine kleine Tasse in der Hand haben? Hey! Nein, unglaublich. Aber so rüschige Diskussionen sind super. Die sind wirklich schön, geil und sie sind gut. Und am nächsten Tag ist niemand böse auf den anderen. Das kennt ihr, oder? Am nächsten Tag haben sie alle gleich wieder gute miteinander. Man hat eine riesige Diskussion gehabt. Das ist gross. Ja. Und wie geht es dir, Stefan? Ja, gut. Ich bin wieder daheim. Also, was heisst gut? Ich bin zurück in der Langeweile. Es ist wirklich, ich würde euch gerne irgendeine geile Geschichte erzählen. Just have nothing to say. Also, wie der Ueli Maurer würde sagen, nothing to say to that. Es ist wirklich im Moment einfach wieder so ein bisschen Status quo. Ich arbeite viel, produziere Videos und befinde mich in Quarantäne. Mal noch im Moment ohne Aussicht auf ein Ende. Ich hoffe, das ändert sich dann irgendwann einmal. Aber ich bin wieder da und erfreue mich am Glück von anderen. Wie zum Beispiel irgendjemand, der im Schweizer Zahlen-Lotto den Jackpot geknackt hat. Mhm. Da hat ja einer am Samstag die 6 richtige Plus Glückszahl richtig gehabt, kommt für das 45 Millionen Franken über, hat Swisslos mitteilt. Ich würde mal sagen, dem sagt man Kurzarbeit, oder? 2 Minuten Zettel ausfüllen, 45 Millionen überkommen, not so bad. Oh wow, ja gut, aber weißt du, der Durchschnittsschweizer spielt ja nicht Lotto zum Reichwerden. Er wird einfach recht haben. Ist so richtig. Oder? Ubi. Ja. Ich fände es einfach, die möglichst dümmste Zeit zum Lotto-Millionär werden, ist eigentlich wie jetzt. Und jetzt hat er 45 Millionen auf dem Konto neu und kann nicht mal irgendwie ins Ausland in die Ferien oder irgendwo in eine Beiz fressen. So. Er kann einfach nichts machen. Also. Ja. Oh. Ja, weißt du, was würde ich mit 45 Millionen kaufen? Nein, was? Keine Ahnung, hat nur die Migros den Kiosk und die Apotheke kaufen. Ja, das ist schon scheiße. Nein, ja. Aber mich nerven die bescheidenen Lotto-Millionäre. Also ich gehe ganz normal weiter arbeiten. Ich lebe wie vorher auf. Was hast du denn gewonnen, du Double? Dann gib mir die Kohle. Ich will nicht mehr arbeiten, ist okay. Nein, ey. Das hat dich ja. 45 Millionen lange natürlich zum nicht arbeiten, oder? Ich meine, es hätte die Zeit gegeben, da hättest du für 45 Millionen gerade Griechenland kaufen können. Aber sonst ist ja schon, ich sage jetzt mal, trotzdem, es ist ja immer zu wenig, weißt? Es ist wie egal, wie viel das gönnst, es ist irgendwie immer zu wenig. Weil die gehen ja irgendwie alle pleite an mich. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die gehen ständig pleite. Ja. Es gibt auf YouTube, ich glaube von Spiegel TV oder so, so eine Reportage, die ist sicher schon 10-jährig oder so, über Lotto-Millionäre, die alles verloren haben. Ich weiß nicht, wie sie heisst. Sie Ali. Ist Weltklasse. Das ist so ein Typ, der irgendwie ein paar Millionen gewonnen hat im Lotto, da hat er mal die Hälfte hat er irgendwie verschenkt, hat sich eine Kartbahn in den Garten gebaut oder hat sich ein nettes Auto gekauft und hat er sich einen Fischereizubehörladen gemacht oder respektive eröffnet. Irgendwo bei sich daheim im Wohnquartier, oder, wo weit und breit kein See oder ein Gewässer rum. Aber er hat einfach gerne Fischereizubehör gehabt. Und seine Frau hat dann nachher in diesem Fischereizubehörladen hat sie Kleider verkauft und dann hat er, glaube ich, irgendwie noch ein Buch geschrieben, das hat er auch dort verkauft und irgendwann hat er noch einen Takeaway daraus gemacht. Ich weiss, es ist eine riesige Dokumentation über Lotto-Millionäre, die gescheitert sind. Kann ich also sehr empfehlen. Grossartig. Aber was würdet ihr machen? Also was würdet ihr mit 45 Millionen machen? Ich würde verdammt dumm tun. Es wäre überhaupt nicht gut für andere, glaube ich. Ich würde so,
alle Billets von einem Match kaufen und nicht gehen. Oder ich allein hock an und rufe ihn, hey, spiel mal ab! Oder irgend so etwas. Ich will nur Scheiß machen. Werbeblöcke kaufen im Fernsehen und einfach irgendetwas laufen lassen. Und dann kommt dein Gesicht. Ja! Ja. 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 Zwei Minuten lang mein Gesicht vor der Tagesschau. Da langt, das ist gut. Ich verkaufe euch nichts. Autos sammeln. Ich will Autos sammeln. Es tut mir leid, ich bin so, oder? Ich bin halt ein alter, weisser Mann und ich will logischerweise Autos sammeln. Wenn ich in einer geile Garage so eine Einstellhalle habe, und dann würde ich die füllen mit tollen Autos, also mit alten Autos. Ja. Das würde ich wüsste, ich glaube, ich würde mir wirklich eine geile Hütte kaufen. Das wäre wirklich etwas, was ich machen würde. So wirklich mit Infinity Pool, in die Seesicht, einfach so alles, was wirklich schön ist. So, wenn ja, du immer musst daheim bleiben. Ja? Also, du kannst jederzeit mal das Wochenende zu mir kommen, wenn du das möchtest. Das ist kein Problem. Du musst es einfach sagen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich halt, und dort bin ich halt wirklich, dort, auch wenn der Aaron jetzt zum Schäumen kommt, dort bin ich wirklich auch so einfach der eigentlich grundbescheidene Mensch, weil ich so finde, ich habe ja jetzt schon alles. Also weißt, ich habe jetzt schon mehr, als ich je gedacht habe, dass ich es mir könnte leisten. Und finde, wieso alles, was ich mir kaufen würde, fände ich zwar geil, aber ich weiss eigentlich in dem Moment, wo ich es kaufe, es ist hure unnötig, weil es geht auch ohne. Und es ist auch so, oder? Wir sind ja in so einer Überwohlstandsgesellschaft. Das ist nur schon Weihnachten den Eltern etwas schenken. Wenn du weißt, sie haben ja eigentlich schon alles. Das bringt mich jedes Mal an die Grenzen, irgendwie etwas zu finden, das dann originell ist und gleich auch noch ein bisschen Wert hat und alles. Ich drum, also auch wenn ich mir selber etwas kaufen müsste. Also, ja, schönes Zuhause und that's it. Du wirst dich fix daran gewöhnen. Sorry, du wirst dich so schnell daran gewöhnen. Und im nächsten Moment hast du zwei Comedy-Autoren, die dich gar nicht nützen. Also, weißt? Ja, nein, aber es ist wirklich so. Darum habe ich am Anfang gesagt, es ist ja immer zu wenig. Also, weißt, kaum hast du dann den Helikopter gekauft, findest du, Helikopter ist super geil, ich komme überall hin. Wobei, also, weißt, jetzt für auf Mallorca wäre ja dann ein Privatjet eigentlich schon auch noch geil. Weil ich meine, der und der hat ja auch einen. Und darum bist du dann so, ich glaube, mit dem steigenden Wohlstand steigen halt auch einfach immer die Ansprüche dann gerade. Ja, weil du bist selten gesättigt mit Materiellem, oder? Ey. Und darum ist es wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass es wichtiger gibt als Materielles, liebe Kinder. Zum Beispiel Gesundheit. Und da sind wir bei unserem nächsten Thema. Wir haben ein neues Wundermittel gegen Corona gefunden. Davon ist zumindest Tracy Kiss aus England überzeugt. Die 32-jährige Frau gönnt sich regelmäßig einen Samen-Smoothie, also einen Sperma-Cocktail, laut Eigenangaben, um ihr Immunsystem zu stärken und einer Ansteckung vorzubeugen. Okay, in dem Fall bist du auch safe, Büssi, oder? kann man das so sagen? Corona ist in dem Fall definitiv kein Thema. Super. Ja gut, sie ist jetzt zwar safe, gell? Sie hat jetzt einfach AIDS, aber gegen das hast du ja wenigstens Medikament. Ja. Das kann ich einfach sagen, da ich das ja als Eigentherapie anwende, wie der Michael Schweizer da schon ein bisschen durchschimmern lassen hat. Richtig. Einfach aus meiner Erfahrung, Achtung, den Mixer erst anstellen, wenn du den Penis rausgenommen hast. Huren unangenehm sonst. Und, apropos Mixer, je nachdem, ob du gerne ein Stückchen hast oder nicht, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer mixen. Das ist vielleicht noch wichtig. Ja. Gott, ja, wobei, also, sie nimmt das gegen das also für ein gutes Immunsystem. Mhm. Ja. Nimmt sie ich weiss nicht, ob Sperma wirklich gut ist für das Immunsystem. Ich meine, frag mal den Freddie Mercury. Also der wird... Sorry. Ja, ein Sperma-Smoothie oder wie wir in Zürich sagen, Aperol Spritz. Schön, ja. Ja. Aber zum vielleicht noch schnell das Thema Corona auch noch ernsthafter anzuschneiden, oder? Wir haben ja die vielen Massnahmen gehabt und da ist jetzt eine Studie aus der Uni Basel, wenn es mir recht ist, dort warnen Experten eindringlich vor den möglichen Folgen von der Corona-Massnahmen. Zuerst mal vorweg, einfach schnell als Diskussion, können wir mal über Studien allgemein reden? Oh Gott. Mich dunkt es ja immer, es wird Zeug erforscht, wo man eigentlich schon lange weiss. Das ist so, oder? Das ist wie, eben, hey, die Massnahmen, die werden wahrscheinlich mögliche Folgen haben. Nein, jetzt ernsthaft, wirklich. Das ist wie wenn jemand, hey, eine Woche in Mekka fressen und du sagst, wahrscheinlich nimmt er zu. Aber man könnte auch eine Studie dazu machen. Sorry, das ist die schlimmste Doku, die er in Mekka fressen und nachher darüber jammert, dass seine Blutwerte durchs Dach gehen. Super Size Me heißt Kollege, da hätte ich dir vorher auch können sagen.
Oder so eine Studie, die sagt, ja, Leute ohne Zähne haben eine Tendenz zum Obdachlos sein. Ernsthaft? Oder bei Tiger King mitspielen, das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, anyway, aber zu dieser Studie zurückkommen, Bewegungsmangel, Gewichtszunahme, psychische Belastung, erhöhtes Risiko für Alkohol, Drogen und Spielsucht. Das sind die Folgen, die möglicherweise durch die Corona-Massnahmen ausgelöst werden. Also wenn Corona der Auslöser für Übergewicht, Alkohol, Drogen und Spielsucht ist, dann habe ich Corona, seit ich 14 bin. Also das kann es nicht sein. Psychisch krank, alkoholabhängig und arbeitslos oder wie ich sage, Bachelor-Kandidat. Ja, schön. Ja. Schön. Ja, jetzt passt. Gut. Aber jetzt musst du abwägen, oder? Rausgehen und krank werden? Oder daheim bleiben und krank werden? Da musst du jetzt wirklich die Waagschale werfen, oder? Gut, also Bewegungsmangel, jetzt da während Corona. Ich laufe so alle 5 Minuten zum Kühlschrank und sicher 2-mal in der Woche zum Tenner Bier holen. Also am Bewegungsmangel wird sicher nicht scheitern. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, aber ich habe da noch eine Frage. Ja? Hilft echt ein Spermasmut? Oh Gott, bitte nicht schon wieder. Man könnte echt meinen, ihr zwei habt irgendwie seit 3 Monaten keine Frau gesehen und nicht ich. Also das ist ja grauenhaft. Grauenhaft. Ja, aber also merkt ihr etwas? Habt ihr so psychische Auswirkungen? Ah, von Anfang an. Ja, aber nein, ich meine nicht das, was du sonst immer hast, sondern jetzt wirklich seit Corona. Ja, einfach, ich glaube, schon ein bisschen schneller gereizt. So, das Diskussionslevel geht bei mir schnell mal in die Höhe, glaube ich. Also schneller wie sonst. Ich tue ja gerne diskutieren, aber jetzt einfach noch ein bisschen gerne. Also, mir fehlt es natürlich schon, irgendwie, sich so irgendwo im Ausgang wieder mal sinnlos einen anzutrinken und ein paar Ohrfeigen verteilen an Typen, die dumm reinschauen. Das fehlt mir vor allem. Das löst bei mir auch so ein bisschen Psychosen aus, oder? Aber sonst, Ja, also ich merke es ehrlich gesagt auch nicht. Eben, und ich bin ja jetzt dann doch noch recht isoliert. Also, ich habe bis jetzt so rein psychisch nichts gemerkt, aber ich habe mich irgendwie auch in die Arbeit gestürzt, oder? Wie man das so macht, wenn man alles andere irgendwie ein bisschen wegdrücken will. Aber es ist schon, also man könnte es nicht wegdiskutieren, was für Folgen das es hat. Ich habe eine gute Freundin von mir, die auf der Intensivstation arbeitet, in einem Spital in Zürich, und sie sagt, sie haben in den letzten paar Wochen so viele Selbstmordversuche eingeliefert bekommen wie noch nie. Also die Folgen, die das hat, und also ich meine, das hat man gewusst und das hat man müssen ein Stück weit auch in Kauf nehmen. Die kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube, das geht ganz vielen jetzt halt schon näher. Natürlich sind das wahrscheinlich Leute, die sowieso schon, blöd gesagt, ein bisschen auf der Kippe gestanden sind. Und dann, ja, jetzt halt wahrscheinlich dann gar keinen Ausweg mehr gesehen haben. Und stelle auch den Hinweis, da kann man sich Hilfe holen. Also es gibt Telefonnummer 143 zum Beispiel, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mal mit jemandem reden, das muss auch nicht im letzten Moment sein, da kann man auch ruhig schon vorher anrufen. Also holt euch da die Hilfe, da muss man sich nicht schämen dafür. Also ich bin auch schon beim Psychologen und über lange Zeit gegangen. Das ist etwas, wo man sich auf keinen Fall schämen dafür. Sehr schön gesagt. Super. Wichtig, wirklich. Saudi-Arabien haben wir ja letzte Woche gehabt miteinander, wo wir gerade bei moralischen Sachen sind. Aber das hört nicht aus. Saudi-Arabien hat unsere Folge gehört, hat natürlich sofort den Botschafter reinbestellt. Nein, das stimmt nicht. Aber sie haben reagiert nach der letzten Ausgabe Quotenmänner, wo wir uns über das Auspeitschen lustig gemacht haben. Sie haben gesagt, gut, okay, wir haben eingesehen, das war nicht gescheit, dass wir das gemacht haben. Darum haben wir zum einen aufgehört und jetzt möchten wir unser Image ein bisschen aufbessern. Und was haben sie gemacht? Saudi-Arabien wird jetzt der drittgrößte Anteilseigner vom Konzertveranstalter Live Nation, wo unter anderem das Open Air Frauenfeld durchführt. Und ich frage mich, was hat das für Folgen? Also ich finde ja, das passt super, so ein Saudi-Arabien an ein Hip-Hop-Festival in Frauenfeld, oder? Weil das Frauenbild in Saudi-Arabien und das Frauenbild in der Rap-Szene, das hat sehr hohe Schnittmenge, oder? Und das Frauenbild in Frauenfeld auch. Ja, oder? Ausser jetzt vielleicht bei der Bekleidung der Frauen, aber sonst, wenn man so ein bisschen mit ihnen umgeht, ist es in Saudi-Arabien und in der Rap-Szene, das ist plus minus, ist das gleich, oder? Ja gut, sicher ist, wenn du aufs Gelenk kommst, ausbeitscht wirst du jetzt nicht. Ja, nicht. Einmal sicher nicht. Oder? Ja. Und es hat natürlich sicher auch Auswirkungen so aufs Line-Up. Ich könnte mir jetzt vorstellen, so 5-mal am Tag spielt die Band Muezzin auf der Turmbühne. Böse Zungen behaupten, das ist ein bisschen wie beim Capital Bra, es tönt immer ein bisschen gleich. Ja. Immer ein bisschen der gleiche Sound.
Und man könnte natürlich auch im Rahmen von so einem Festival Steinigungen irgendwie veranstalten oder so. Man hat ja früher so öffentliche Steinigung oder so zwischen zwei Schwulen aufhängen, machen wir noch eine kleine Steinigung oder so. Ich meine, Saudis, die geben sich, oder? Gut, die Sau rauslassen kannst du nicht. Das wird eher schwierig. Ja, das ist dann fertig mit Wildschwein vom Spiess. Weißt du, so die langen, die es drehen. Das ist ein bisschen so, ja. Ah, und ja. Auch, wenn du dich umgewöhnen an dem Festival, bist du nicht stoned, sondern gesteinigt. Weniger angenehm. Das ist weniger angenehm. Du, ja, aber Alkohol gibt es ja auch keinen, oder? Aha. Ja, für Touristen schon, oder nicht? Also. Ja. Es ist zu hoffen. Wir haben jetzt schon wahnsinnig viele Saudi-Arabien-Gags gemacht, für das noch keiner von uns sich entweder mit dem Land auseinandergesetzt hat oder schon jemals dort war. Das ist jetzt wirklich ein billiges Klischee-Bärchen. Ist Dubai Saudi-Arabien? Frage von einem Freund. Nein. Nicht? Es ist immerhin die Region, aber es ist... Okay. Nein, das ist Vereinigte Arabische Emirate, ist Dubai. Ja. Richtig. Also Saudi-Arabien gibt wirklich keinen Ort, wo wir jetzt Ferien wollen. Also es gibt sicher solche, die schon gewesen sind, aber... Also ihr wisst, wie ich es meine, so ferienmäßig. Du kannst auch in Nordkorea Ferien machen. Ja, eben, also, zum sagen, können, tust alles. Ja. Ja, aber das ist das, was ich meine, oder? Ich meine, in den Emiraten und so, die sind recht easy, teilweise auch recht streng und so, aber es gibt eben so Orte, wo es en vogue ist, Ferien zu machen. Aber ich glaube, in Saudi-Arabien gibt es so einen en vogue Ort nicht, sondern die dort Ferien machen, das sind die wahren Abenteurer und Abenteurerinnen, die gerne mal Kopf und Kragen riskieren, oder? Ja, das sind Videos, die durch den Iran reisen, was übrigens mega, mega schön muss sein. Also der Michi Esener zum Beispiel hat das lang gemacht. Der Victor, da war ich jetzt, gewesen, ja. Ist der Victor Jacob auch gewesen? Ja. Also ich habe das wirklich von vielen gehört, das sei unheimlich schön, wahnsinnig liebe Menschen dort. Klar, jetzt kann man Saudi-Arabien und Iran jetzt nicht einfach 1:1 vergleichen, logischerweise, aber einfach so halt eben von exotischen Ländern. Ich habe es nur bis Abu Dhabi gebracht. Und dort weiss ich, als ich mit der Freundin dort war, dort hast du nicht ein Händchen haben in der Öffentlichkeit und so, dort sind sie schon noch so ein bisschen streng. Aber auch dort, also in der Hotelanlage, hat es Alkohol gegeben und du hast können am Strand in der Badhose liegen und Frauen im Bikini und so. Also das ist auch nicht mehr, so wie vor Jahren, oder? Nein, ich glaube auch. Und auch Saudi-Arabien ist wahrscheinlich wunderschön dort. Und jetzt war ja gerade Ramadan, oder? Oder jetzt sind sich da die Hajj gemacht, da sind Millionen von Leuten, hätten Zölle auf alle Fälle. Ah nein, jetzt haben sie es natürlich nicht durchgeführt. Und das gilt das gilt ja sicher auch für Saudi-Arabien, dass dort wahnsinnig viele nette Menschen gibt, oder? Also, genau. Es ist eher die Regierung oder respektive Königsfamilie, die ein bisschen problematisch ist, oder? Ja. Aber ja, so ist das halt. Komm, wir machen einen abrupten Themawechsel. Wir gehen zu der Wetterprognose. Da hat uns eine überraschende Meldung erreicht. Zufällige Wetterprognosen, die werden nämlich immer schwieriger, weil aufgrund von der Corona-Krise und damit zusammenhängenden Groundings fehlen 3000 Daten aus dem aktiven Flugverkehr. Also jetzt, wo wir endlich nicht mehr fliegen, können wir den Klimawandel nicht messen, weil wir nicht mehr fliegen. Ist das... What the fuck? Wetter, ja. Klima, Schweiz. Ja, Vorsicht. Anhand von den Wetterdaten ergeben sich ja dann Klimarechnungen. Ja, auch wahrscheinlich, ja. Unter anderem. Ja, das stimmt. Das ist nicht nur einfach schön. Wow. Du, aber wer braucht denn eine Wetterprognose, wenn gleich musst du heim bleiben? Ernsthaft? Ja, oder wer braucht überhaupt eine Wetterprognose? Mal im Ernst. Ja, das ist eine andere Frage. Vor allem, ja. Wer macht eigentlich eine richtige Wetterprognose? Ich finde es immer so lustig, es gibt Apps, wo du kannst irgendwie das Wetter 2 Wochen vorausschauen oder 10 Tage. Aber sie sind ja nicht einmal in der Lage, irgendwie den Regen 3 Stunden vorauszusagen. So was, also... Es gibt wirklich nichts Unzuverlässigeres als die Meteorologen. Es tut mir wirklich leid für alle, die dieser Berufsgattung angehören. Es geht nicht. Es ist nicht genau, zumindest gefühlt. Ich bin sicher, dass ihre Daten sagen etwas anderes, aber gefühlt ist das wirklich, es fühlt sich an wie gewürfelt für mich. Es tut mir leid. Ja, so entstehen dann Verschwörungstheorien. Wenn einer statt auf Fakt einfach so, ja, aber ich habe das Gefühl, dass. Ja, darum sage ich es ja. Darum sage ich es ja extra. Also, es ist nur mein persönliches Gefühl. Ich sage nicht, es ist so. Aber mein persönliches Gefühl. Und wenn ich jetzt irgendwie
Direktor wäre oder Programmleiter oder irgendetwas von einem Radio oder von einem Fernseher oder von irgendetwas. Das Erste, was ich wirklich würde, all zusammen auf die Straße stellen, wäre die ganze meteorologische Abteilung. Komplett einig durch alle Adieu miteinander. Und das sind wir einfach vom Goggle vorlesen, das ist etwa gleich falsch. Nein, wirklich. Also, zumindest beim SRF wird das nicht passieren, das kann ich dir sagen, weil SRF Meteo ist ja eine von der wenigen Abteilungen, die selbsttragend ist oder sogar, glaube ich, Geld verdient. Weil die bieten das ja auch als Dienstleistung, ich weiß es nicht für wer genau, aber für Firmen, Bauern etc. Genau, eben, du kannst ja die Wetterdaten dann kaufen und dir persönliche Vorhersagen machen lassen. Und SRF Meteo, also da zahlen dir keinen Franken Seraphe dafür, die Abteilung ist tatsächlich selbsttragend, ja, ironischerweise. Aber das ist wie so eine Shampoo-Flasche, wo drauf steht, dermatologisch getestet. Aber was dann rausgekommen ist bei diesem Test, steht dort nicht. Ja, wir haben es dermatologisch getestet. Das Resultat, das sagen wir jetzt nicht. Und so ist das bei dem Wetter, wenn du sagst, du kannst dir die persönliche Wettervorsage kannst dir machen lassen. Ja, machst du dir die persönliche Wettervorsage, aber ob es stimmt, das weisst du nicht. Das ist genau gleich. Das Gleiche. Das ist gleich. Wenn du 45 Millionen hast, ich will mir solche einkaufen, jeden Tag. Ich brauche es nicht, ich kaufe es einfach. Nein, aber weißt du, ich finde, die Meteorologen kannst du ja noch, die können wir jetzt, können wir noch brauchen. Was ich nicht verstehe, ist Leute, die das Wetter wollen präsentieren als Job. Nicht Meteorologie. No. Vor einem grünen Screen anstehen und so machen, mit den Händen ein bisschen rumfuchteln und sagen, da ist St. Gallen, da ist Zürich, da ist Genf. Das verstehe ich nicht. Ja, aber das ist ja die Einstiegsdroge für viele, weißt du, so, ins Medienbusiness dann. Ja. Also, gerade so, also ich will es jetzt nicht auf Gender runterbrechen, aber es gibt natürlich viele Frauen, die sagen, okay, wie komme ich irgendwie ins Fernsehen? Das ist ja auch ein Phänomen von der Neuzeit. Es ist ja nicht, ich habe ein Talent und darum sollte ich ins Fernsehen, sondern ich will mal ins Fernsehen und dort finde ich dann raus, ob ich Talent habe dafür oder nicht. Und dann nachher steigen sie als Wetterfee, dann wird 3 Plus auf sie aufmerksam, dann werden sie Bachelorette und nachher plötzlich sind sie bekannt. Das ist ja so, das ist natürlich wie wir noch haben müssen über das Lokalradio uns dann irgendwie aufschaffen bis zum SRF 3, haben das andere halt dann über die Wetterstation gemacht. Oder? Hast du gehört, was er gesagt hat? Aufschaffen. Aufschaffen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Ja. Siehst du, eine, die sich auch klassisch, aber innerhalb des SRF aufgeschafft hat, ist unsere geschätzte Kollegin Mona Fetsch. Die ist ja gefühlt, glaub, seit sie 10 ist bei SRF. Mhm. Und hat diese Woche bei SRF 3 ihre letzte gehabt. Ja, auch alles Gute natürlich auf dem weiteren Weg von uns drinnen. Da darf ich gerade für euch mitreden. Mhm. Aber alle verstehen es jetzt nicht, worum sie geht. Vielleicht muss man aber auch einfach mal genau anhören. Also ganz genau und langsam. Jetzt aber mal ganz langsam. Okay? Ganz langsam. Danke vielmals, dass ich euch begleiten durfte beim Aufstehen, beim Morgen und Mittag, beim Rausgehen und wieder heimkommen. Und so viele ganz gewöhnlich speziellen Alltagsmomente. Merci vielmals für 21 wunderbare Jahre, Damen und Herren. Ich bleibe neu verbunden. Ab heute einfach nicht mehr beim besten Radio, das es gibt. SRF 3. Ah, das war aber nach dem Apero, hä? Welcher Apero? Hat ja keiner gegeben, hat ja niemand geschafft. Ja, sie hätten wahrscheinlich allein getrunken, für alle eingekauft und dann allein getrunken. Wahrscheinlich. Gut, weit geht es ja nicht. Wie auch mit diesen kurzen Beinen, oder? Ja, und ich frage mich, also, geht die jetzt nicht irgendwie schon gefühlt zum vierten Mal bei SRF oder so? Ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich SRF 3 einschalte, ist gerade die letzte Sendung von der Mona Fetsch. Es ist nur ein Gefühl. Das wäre ein Sendeformat. Der Letzte. Der Letzte mit der Mona. Jeden Montag, der Letzte mit der Mona. Ja, wieso auch nicht? Am ersten Tag der Woche, der Letzte mit der Mona. Finde ich eigentlich noch ein Geistformat. Das wäre doch etwas Schönes. Oder? Super.
Apropos der Letzte, darf ich da noch schnell Props raushauen für meinen Produzent und Freund, den Manuel Rotmund, den natürlich auch viele von SRF 3 kennen. Mhm. Der hat auch seinen letzten Kampf Freitag und das ist natürlich total untergegangen, wenn du neben so einer grossen Leuchte wie der Mona musst im Schatten abtreten. Aber einfach an dieser Stelle auch nochmal gesagt, nebst dem, dass er ein unheimlich feiner Mensch ist, auch ein fantastischer Produzent und auf dem Sender eine feste Grösse geworden. Er hat unsere Mittagssendung zu dem gemacht, was sie ist, trotz mir. Und das ist wirklich eine Leistung. Mhm. Zu hören auf SRF 4 News fortan, glaube ich. Künftig. Genau. Er geht ja auch nicht weg vom SRF. Mona auch nicht. Mona geht ja einfach in die Doc-Abteilung, macht jetzt ein bisschen mehr Fernsehen. Wo ich übrigens finde, zum Glück wird endlich das Mona mittendrin ein bisschen regelmässiger gemacht, weil es wirklich ein geiles Format ist. Und der Manu bleibt uns erhalten bei SRF 4 News. Also ist es eigentlich mehr ein interner Wechsel als jetzt ein Abgang. Und wer den Manuel Rotmund und Stefan Büsser schon mal gesehen hat, miteinander arbeiten, also der Büssi macht irgendwelche Filmchen und der Manuel Rotmund schafft wirklich, oder? Dann weiss man, wie gross die Fußstapfen werden sie für den Produzenten oder die Produzentin, die jetzt muss nachher dann in Zukunft den Büssi seine Sendung quasi produzieren, wenn oder um 12 Uhr geht es los, um 5 vor 12 Uhr kommt der Büssi rein zu laufen. So ist alles parat, tag, tag. So läuft das dort. Oder? Andere Moderatoren kommen 3-4 Stunden vor der Sendung, bereiten sich vor, machen Themen. Oder? Aber ja, der Büssi hat den Rotmund gehabt, die Zeiten sind vorbei. So ist das. Aber ja, das ist mir noch aufgefallen, also mit dieser Abschiedssache. Ist mir eine schöne Geschichte in den Sinn gekommen. Der Paul Accola, der ehemalige Skirennfahrer, Der ist einfach nicht mehr gekommen, und er zurückgetreten ist. Einfach die Saison ist losgegangen, Accola Paul nicht mehr da. Oder? Und dann hat das Interview gegeben. Ja, Pauli, wieso hast du keine Pressekonferenz gemacht, wo du aufgehört hast? Ja, wieso, als ich angefangen habe, habe ich keine gegeben. Das ist aber geil. Grosses Kino. Oh, das ist ein Original, du. Aber etwas würde ich gerne noch schnell therapieren. Ja. Mit mir selber quasi. Ich bin am Freitag gepostet und es war wie immer. Ja. Gedränge, quengelnde Kinder, Menschen, die im Weg rumstehen, Menschen, die ihre Wägele im Weg rumstehen. Es war wie vor Corona am letzten Freitag. Und ich will das eigentlich nicht mehr zurück. Ich will eigentlich, dass es jetzt beim Posten immer so ist wie während Corona. So, man hat Platz, die Leute schauen am Boden, schauen sich nicht in die Augen, niemand töpelt irgendetwas unnötig an. Es ist ruhig, es läuft keine Musik, es ist einfach. Das hat mir gebastelt. Und das ist leider nicht mehr so. Das ist schön. Ja. Und das hat aber auch viele Leute, die es lustigerweise ja immer noch nicht begriffen haben. Obwohl wir ja jetzt gefühlt den Daniel Koch ja mehr gesehen haben als unsere Familie und Freunde, die uns immer wieder abgebettet hat, warum es jetzt wichtig ist, dass man daheim bleibt, gerade für Risikogruppen. Und darum ist ja zum Beispiel auch meine Schwester für mich gepostet. Und nicht nur für mich, sie hat das zum Beispiel auch für meine Großmutter gemacht. Und das Geile ist wirklich, sie am letzten Mittwoch ist sie mit dem Essen gekommen. Und dann nachher sagt sie, jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Jetzt bin ich vorher bei der Oma gewesen, habe ihr ein Essen gebracht. Und dann nachher hat sie gesagt, das ist so lieb, dass du gehst für mich posten. Ich habe dir etwas Kleines. Und dann ist sie zum Kühlschrank gegangen und gibt meiner Schwester einen Schoki-Has, also einen Osterhas. Dann hat meine Schwester sie an und sagt, ah, das ist mega lieb, danke. Also von wo hast du den? Dann sagt sie, ja, den bin ich posten. Riesenkino! Meine Großmutter ist 90 und lässt sich von meiner Schwester die Einkäufe bringen. Hat dann aber gefunden, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass sie jetzt immer für mich posten. Jetzt gehe ich ganz schnell in den Mikro rein und kaufe ihr einen Schoki-Has. Oh nein, wir wünschen es ihr ja nicht, aber wenn sie nachher wegen einem Schoki-Has krank werden. Hey. Oh nein! Ja, also mit 90 kannst du dann eigentlich wirklich gerade schon anfangen, Beerdigung organisieren. Das ist wirklich das, was ich ja dann eindringlichst noch mal versucht haben zu erklären. Dass also, ja, ich meine, für den Durchschnitt ist es so, wie es aussieht, stand jetzt ja nicht so wirklich gefährlich. Aber es geht ja nicht um die, sondern eben genau um die, was dann könnte treffen von den Risikogruppen. Und das sind vor allem die Alten im Moment und die Vorerkrankten. Und viele, die gar nicht wissen, dass sie vorerkrankt sind. Und wir müssen es jetzt nicht noch mal runterbeten. Ich glaube, wir haben es genug oft gehört. Aber scheinbar ist es immer noch nicht bei allen angekommen. Es nervt langsam. Aber es nervt etwa so wie der Banksy. Letztes Jahr habe ich diese Woche etwas vom Banksy gesehen. Sorry für den Themenwechsel, aber da muss ich auch noch schnell. Was ist das für ein Banksy? Der Aaron braucht jetzt auch noch etwas. Er muss auch noch etwas los haben. Ich habe gemerkt, es hat sich länger auf. Es ist wirklich ein bisschen wie Corona. Es ist langsam in mir gewachsen. Jetzt kommen die Symptome und es bricht aus. Los, es bricht jetzt aus. Ja.
Nein, echt. Ich habe etwas über den Banksy gelesen. Und wie er nicht sagen will, wer er ist. Und die Leute sich immer noch fragen, wer er ist. Wissen, liebe Banksy, es interessiert doch mittlerweile wirklich niemand mehr, wer du wirklich bist. Das hure Versteckis mit deinen gefakten Aktionen interessiert niemand mehr. Wenn Sandra aus Hintertupfingen ein Banksy-Plakat in der Stube hat, ist vorbei. Dann ist fertig. Es ist nicht mehr Kunst, es ist nur noch billiges Business, verkleidet als Kunst. Bisschen gut. Es ist wie Corona, es muss aufhören. Fertig. Mach etwas anderes, aber hör auf uns nerven, bitte. Und es ist ein bisschen wie unser Podcast. Irgendwann muss es aufhören. Jetzt ist es wieder so weit, Damen und Herren. Das war sie, die 7. Folge von den Quotenmännern mit dem Aaron Herz und Michael Schweizer. Mein Name ist Stefan Büsser. Uns gibt es zum Hören auf allen Podcast-Apps. Wir freuen uns über Bewertungen im App Store und auf Spotify. Und ihr könnt uns jederzeit auch schauen auf YouTube. Das mal in einem neuen Format, wo man uns so ein bisschen im Grossbild sieht. Also, wir machen im Moment wirklich alles, um euch auch nerven zu können. In dem Sinn, hebe den genervte Woche. Bis zu der nächsten. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Präsentiert vom Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. Schnell für unsere YouTube-Abonnenten, einfach damit ihr seht, warum es sich lohnt einzuschalten. Ein kleiner Frisuren-Check von uns drinnen. Ich gehe morgen übrigens zum Coiffeur. Also geniessen den Anblick noch das letzte Mal. Schauen wir mal. Also wenn ich es jetzt richtig durcheinander mache, so sieht es eigentlich aus. Nicht so schlecht. Schau, bei mir, ich lasse ja jetzt wachsen. Meine Coiffe hat mir schon einen Battlebrief geschickt. Sie hat wieder auf, ich soll bitte kommen. Aber ich lasse jetzt wachsen. So. Herrlich. Verhebt, oder? Tipptopp.